Servus liebe Dutch-Ofen-Freunde und willkommen. Es ist Sommer und im Sommer ist Kirschzeit und wir haben Kirschen ohne Ende vom Nachbarn bekommen. Deswegen machen wir heute einen leckeren Kirsch-Crumble aus dem Dutch-Ofen bzw. einen Cola-Kirsch-Crumble. Wie wir den machen, was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, es ist Sommerzeit und alle kennen es, abends schön Barbecue gemacht und meistens, wenn die große Raubtierfütterung vorbei ist, so 30 Minuten danach kommt so der kleine Hunger auf etwas Süßes und deswegen werden wir heute mal ein Dessert machen bzw. eine kleine Süßspeise, nämlich unseren Cherry Crumble und was wir dafür alles brauchen, schauen wir uns jetzt hier mal an. Hauptdarsteller heute sind unsere Kirschen, dann haben wir hier eine Cola, wir brauchen Butter, hier haben wir Rum, Maisstärke, hier drin haben wir Backpulver, Salz und Vanillezucker. Wir haben Eier, Zitrone, hier haben wir ganz normales Mehl und wir brauchen etwas Zucker. Rezept und genaue Mengenangaben findet ihr unten wie immer in der Infobox. Und wir haben jetzt hier ein paar Kirsche zu entkernen. Das ist eigentlich die Hauptvorbereitungsarbeit heute und das werden wir jetzt mal machen. Das ist jetzt hier natürlich die lästigste Arbeit dabei, aber das wisst ihr, wie es funktioniert. Ich muss mich bedanken bei meinem Nachbarn, dem Peter. Der haben wir die Kirschen hier gegeben von seinem Bäumchen. Da haben wir uns die frisch runtergepflückt und ja, wir halbieren uns die einfach in der Mitte, die Kirschen. Das muss nicht sonderbar schön sein. Holen uns den Kern raus. Wenn ihr da spezielleres Werkzeug dafür habt, dann nehmt ihr das natürlich. Und ich werde jetzt hier mal diese Arbeit vollrichten. Eine gute halbe Stunde und zwei Nervenzusammenbrüche später sind unsere Kirschen dann klein geschnitten. Die müssen wir jetzt dann noch ein bisschen einkochen. Deswegen habe ich mir jetzt hier schon eine kleine gusseiserne Pfanne hergerichtet. Und in die werden wir jetzt unsere Kirschen erst einmal hineingeben. Zu unseren Kirschen gesellt sich jetzt der Abrieb von einer Zitrone. Da geben wir einfach ein bisschen was dazu. Da schauen wir, dass wir nur das Gelbe erwischen und da nehmen wir natürlich auch eine Bio-Zitrone. Und zusätzlich werden wir uns dann hier noch den Saft von der Zitrone mit dazugeben. Da nehmen wir ungefähr so 2 Teelöffel voll. Das sollte reichen. Prinzipiell könnten wir jetzt auch Zucker dazugeben, aber ich habe mir heute entschieden, dass wir so eine Art Cherry Coke machen, beziehungsweise wir heute Cola dazugeben. Und da habe ich jetzt hier so eine Dose. Und da geben wir mal gut, ja, 100 Milliliter mit dazu. Und da kann das dann alles schön einköcheln. Apropos einköcheln, die Kohlen sind am Durchglühen und da sehen wir uns dann gleich am Dutch-Ofentisch wieder. Die Kohlen sind durchgeglüht und ich habe jetzt hier einen Pfannenknecht positioniert und da werden wir unsere Pfanne einmal draufstellen. Wir brauchen jetzt hier nicht massiv viel Kohle, das Ganze soll nicht hart aufkochen, sondern einfach nur leicht dahin köcheln bzw. das alles ein bisschen einköcheln. Wie lange das dauert, müssen wir beobachten. Wir warten jetzt erst einmal, bis das Ganze das Sprudeln bzw. Blubbern anfängt. Während drüben jetzt unsere Kirschen aufheizen, müssen wir unseren Teig herstellen, beziehungsweise unser Teig ist ja ein sogenannter Crumble und das sind dann halt die Zuckerstreusel, die wir da haben und die machen wir jetzt. Wir fangen an, dass wir erstmal unser Mehl in die Schüssel geben werden. Wir geben den Zucker dazu, unser Salz, Backpulver und Vanillezucker und das werden wir jetzt mal erst grob durchmengen, dass sich alles schön ein bisschen verteilt. Denn viel Flüssigkeit wird hier nicht dazu stoßen und dann haben wir nachher die Schwierigkeiten, das alles gleichmäßig zu verteilen. Deswegen machen wir das jetzt gleich. Dann habe ich hier jetzt Butter, die war jetzt für gut eine Stunde im Gefrierfach. Einfach, dass sie ein bisschen härter wird. Denn wenn wir hier Stückchen rausschneiden, ich weiß nicht, ob sich die so gut einarbeiten lassen. Und die Butter werden wir jetzt einfach hier nehmen und mit einer Reibe, so wie ihr Kartoffeln reibt, so werden wir uns die Butter jetzt hier reinreiben und ihr seht, da kommen so richtig schöne kleine Flöckchen raus, quasi wie Käse und das Ganze lässt sich dann viel, viel einfacher verarbeiten. Zuletzt brauchen wir dann noch 2 Eigelb, die werden wir uns hier raustrennen und werden uns die hier mit dazugeben
Und dann haben wir als letzte Zutat noch unsere 2 Teelöffel mit Rum. Die geben wir noch mit dazu und dann heißt es rein ins Vergnügen. Wir werden das Ganze hier mal schön durchmengen. Also nach einer guten Zeit kneten kann man das schon erkennen, die Streusel werden. Das Ganze muss natürlich jetzt hier alles schön verarbeitet werden. Das kann dauern und wenn wir dann fertig sind, sehen wir uns dann gleich wieder. Während wir drüben am Crummeln sind, fangen hier unsere Kirschen jetzt schön das Köcheln an. Also die sind jetzt auch schon ein bisschen weicher geworden. Und wir sehen, das Cola ist natürlich sehr flüssig. Wir haben jetzt noch eine Zutat übrig, nämlich unsere Maisstärke. Auf jeden Fall soll das Ganze dann natürlich ein bisschen andicken. Dann schauen wir mal, was passiert. Ja, schaut ganz vernünftig aus. Das lassen wir jetzt dann einfach nochmal 5 Minuten so schön dahin köcheln. Und bis dahin sollte unser Crumble dann auch fertig sein. 5 Minuten später ist dann alles soweit fertig. Unsere Brösel sind jetzt hier soweit fertig gecrumbled. Und unsere Kirschen sind auch gut. Das schauen wir uns jetzt einfach mal aus der Nähe an. Also das ist jetzt unser Crumble. Schaut erst einmal nur richtig bröselig aus. Aber ihr seht, hier kann man schöne Kügelchen formen. Das werden wir nachher noch machen. Und hier unsere Kirschen, die haben jetzt schön angedickt. Und ein bisschen Flüssigkeit ist da noch mit dabei. Das passt gut. Das meiste an der Speisestärke hat sich ja aufgelöst. Also perfekt. Dann werden wir alle Zutaten jetzt zusammenpacken und unseren Crumble vollenden. Wir brauchen heute den DO45 bzw. einen FT4,5. Und zwar werden wir das Ganze heute im Deckel positionieren. Ihr schaut, dass euer Deckel vom Dutch Oven schön eingefettet ist. Und anfangen werden wir mit unserer Crumble-Masse hier. Da werden wir jetzt gut die 3/4 der Masse hier in unsere Form hineingeben. Und durch das, dass wir hier Butter und Ei drin haben, kann man das Ganze richtig schön formen. Das Ganze wird jetzt mit den Händen einmal platt gedrückt, dass wir da eine schöne Bodenmasse haben. Da schaut auf, dass das Ganze auch schön gleichmäßig ist. Und wo Süßes ist, sind auch Wespen. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Die muss ich jetzt erstmal wegjagen, sonst gehe ich hier steil. Wenn dann alles schön platt gedrückt ist, werden wir jetzt unsere Kirschen mit drauf geben und hier überall schön verteilen. Ich glaube, ich mache es lieber so. Die Kirschen sind drauf verteilt und dann haben wir jetzt noch den Rest von unserem Crumble. Und da werden wir uns mit den Händen einfach so kleine Sträußelchen hier zusammendrücken. Und dann werden wir die hier drauf verteilen. Und am Ende des Tages sollte das Ganze dann so aussehen. Da unser Deckel, was eigentlich sonst als Deckel herhalten sollte, jetzt unsere Backform ist, müssen wir unseren eigentlichen Dutch Oven hier als Deckel draufstülpen. Getreu dem Motto, Dutch Oven steht Kopf. Und so gehen wir jetzt dann rüber an den Dutch Oven Tisch. Am Dutch Oven Tisch angekommen, gibt es jetzt 2 Dinge zu beachten. Wir müssen schauen, dass wir zum einen unten nicht ganz so viel Kohle haben, denn wir wollen ja nicht, dass unser Teig uns unten schwarz wird. Und des Zweiteren haben wir hier auch eine gewisse Höhe. Ich habe jetzt hier 2 Stapelroste genommen und ob es klappt, weiß ich nicht. Dennoch müssen wir jetzt einfach mal anfangen. Ich werde jetzt hier alles positionieren. Da wir jetzt die komplette Tiefe vom Dutch Oven als Höhe haben, können wir hier oben richtig was draufknallen, denn wir sollten trotzdem schauen, dass wir gut 180 Grad in unserem Dutch Oven zusammenbekommen. Deswegen werden wir jetzt die ganze Kohle, die wir hier haben, einfach oben drauf klatschen. Ja, dann sind wir soweit fertig. Unser Crumble darf jetzt hier die nächste halbe bis dreiviertel Stunde dahin backen. Es hat hier 28 Grad. Ich werde in der Zeit mal schnell rüber in den Pool springen und wir sehen uns dann nachher wieder. Willkommen zurück. Gute 40 Minuten war unser Crumble jetzt hier am Backen und wir werden jetzt mal die Kohlen hier wegnehmen von oben und dann werden wir da unten drunter mal hineinschauen. Und dann kommt der spannende Augenblick. Also riechen tut das Ganze richtig geil. Da kriegt man richtig Hunger. Und et voilà. So sieht das Ganze jetzt aus. Wow, richtig hervorragend.
Und den lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen und dann sehen wir uns drüben am Tisch wieder. Da werden wir das Ganze dann mal probieren. So, dann ist der spannende Augenblick. Ich habe mir jetzt überlegt, wie ich das am besten raushole. Ich habe mir entschieden, ich werde das jetzt trotzdem hier mit dem Messer wie so eine Art Kuchen einfach mal anschneiden. Und da gehen wir hier einfach mal durch, dass ihr dann auch schön was seht. Und dann werden wir uns das hier mit dem Löffel mal so rausholen. Und so sieht das Ganze dann auf unserem Teller aus. Da jetzt so eine schöne Kugel Eis drüber, dann wäre das Ganze perfekt. Die lassen wir jetzt natürlich weg. Wir probieren das Ganze und da sehen wir uns gleich. Ja, und dann wird probiert. Also ein richtig leckeres Dessert, was wir hier gemacht haben. Allein schon vom Geruch her. Und dann heißt es guten Appetit. Also Desserts ist jetzt nicht meine Königsdisziplin und ich bin auch nicht unbedingt der Freund von Desserts. Ich habe lieber einfach nur eine Hauptspeise. Aber wenn man das hier probiert, dann könnt ihr das ganz schnell ändern. Das ist richtig, richtig lecker. Eine absolute Kalorienbombe, muss man natürlich sagen. Also besteht zum größten Teil ja wirklich nur aus Zucker. Ob es mit Cola unbedingt sein hätte müssen, weiß ich nicht, schmeckt man am Ende nicht mehr raus. Ob man auch nur Zucker hinzugeben hätte können, wäre bestimmt genauso gegangen. Aber ich habe das Problem einfach gesehen, dann hätten wir unsere Kirschen nicht mehr so gut köcheln können. Und nur mit Wasser wollte ich nicht, also habe ich gesagt, nehme ich Cola. So viel mal vielleicht dazu als Erklärung. Und finde ich auch, es hat super geklappt so mit der Methode, dass man das in den Deckel von dem Dutch Oven hineingibt und dann den eigentlichen Dutch Oven oben drüber stülpt. So war richtig schön Distanz von unten und von oben und nichts ist verbrannt. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein bisschen ein Crunch dabei sein sollte. Crunch ist jetzt hier nicht da, beziehungsweise wenn man das Stück hier mal probiert, das schaut ein bisschen crunchig aus. Ja, also ein bisschen Crunch ist da. Von dem her, ich kann es schlecht sagen, ob das jetzt noch länger gebraucht hätte oder nicht. Schmecken tut es auf jeden Fall hammer, hammer geil. Vorhin habe ich es ja schon erwähnt, da wenn ihr euch Eis mit dazu gebt, dann habt ihr das perfekte Dessert. Gibt ja Crumble-Varianten wie Sander Meer. Ihr könnt dann einen Apple-Crumble machen, einen Birnen-Crumble. Was auch richtig geil ist, stell ich mir so vor mit Waldfrüchten. Also der Fantasie sind hier mit den Crumbles keine Grenzen gesetzt. Und jetzt lasst mich schnell mal runterkauen. Also in Summe, richtig geiler Nachtisch, damit könnt ihr richtig punkten und überzeugen am Barbecue-Abend. Und von dem her könnt ihr das gerne jederzeit einmal nachmachen, wird sich alle Fälle lohnen. In dem Sinn komme ich dann auch zum Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir den Daumen nach oben, den freundlichen Kommentar. Solltet ihr nur keine Abonnenten sein, hier oben könnt ihr das gerne wieder jederzeit nachholen. Ja, in dem Sinne bin ich raus. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer McAllister. Macht's gut. Ciao.